mal ein Snapchat-Selfie. Ich weiß noch nicht, welchen Filter ich nehme. Kennt man nicht. Aber ihr könnt mich gerne mal auf Snapchat adden, wenn ihr wollt. Das snap ich auch übrigens immer zurück, also wenn ihr mir snappt. Und ich mache immer so ein paar Storys und so. Also wenn ihr Lust habt, mir dort zu folgen, könnt ihr das sehr gerne tun. Da würde ich mich mega freuen. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar ist es das mittlerweile dritte Yunkambae Q&A. Ihr habt mir wieder wahnsinnig viele Fragen gestellt und die werden heute alle in diesem Video beantwortet. Falls ihr übrigens wieder noch neue Fragen habt, was irgendwie ganz oft der Fall ist, ich frage mich immer, woher die ganzen Fragen kommen, weil ich denke eigentlich, dass ich relativ ausführlich antworte und dass es gar nicht noch mehr Fragen gibt, aber irgendwie fallen euch immer wieder neue Fragen ein. Also wenn euch welche einfallen, dann schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare und dann gibt es bestimmt auch ein Teil 4 oder sogar mehr, je nachdem wie viele dabei rumkommen. Und ja, jetzt geht's aber auch wirklich los mit dem Video. Also, Frage Nummer 1. Wie ist der Tagesablauf am ersten Tag, also am Anreisetag? Das ist nämlich immer samstags. Also zumindest, wenn ihr eine Woche lang fahrt, ist der Anreisetag und Abreisetag immer samstags. Also, wie ist der Ablauf? Ich weiß jetzt gerade nicht genau die Zeiten, aber ich meine, die gibt es auf der Internetseite zu sehen. Die verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal unten in der Infobox, die Internetseite. Ihr kommt an und dann müsst ihr erstmal zum Pharmahausbüro oder Hauptlastbüro? Pharmahausbüro. Ich weiß zwar, welches Gebäude das ist, aber ich kann mich gerade immer so, wenn ich länger auf B war, vergesse ich immer, wie die ganzen Sachen heißen teilweise. Aber ich meine, es ist das Pharmahausbüro. Auf jeden Fall das Gebäude, was am Spielplatz ist. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich jetzt gerade in meiner Doofheit vertue. Und dann geht ihr dorthin, müsst dort zu einer der Stellen gehen. Also dort sind so Leute von Bel, die sitzen dort, meistens Helfer oder Angestellte. Und da habt ihr so Formulare, die ihr ausfüllen müsst. Da gebt ihr das Geld ab, bla bla bla. Und dort meldet ihr euch halt einfach an. Also ja, dass ihr angekommen seid, sagt ihr dort halt Bescheid so gesehen. Und dann müsst ihr ein bisschen warten, auf dem Hofgelände Zeit verbringen. Ihr kriegt da meistens ein Essensticket, womit ihr euch dann so Pommes und so holen könnt. Und ja, ihr müsst dann warten und um 12 oder so oder 12:30 könnt ihr, glaube ich, auf die Zimmer. Und dann irgendwann ist Ponyverteilung, ich glaube um 2 Uhr. Und da könnt ihr halt entweder zur normalen Verteilung gehen, also dort, wo die nicht vorbestellten Ponys sind, oder zu der Verteilung, wo die vorbestellten Ponys sind. Kommt darauf an, ob ihr halt eben ein Pony vorbestellt habt oder nicht. Und dann geht ihr halt einen Probeausritt machen. Da seht ihr das erstmal, seid ihr jetzt erstmal mit eurem Pony unterwegs. Der Probeausritt ist nur im Schritt. Und ja, da geht ihr meistens so einen einstündigen Ausritt oder so ist das in der Art. Manchmal geht man danach noch auf den Platz, manchmal nicht. Also bei mir war es immer unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von den Zeiten abhängt, wo man fährt. Weil bei mir war es wirklich, manchmal durften wir auf den Platz, manchmal nicht. Ja, und dann ist es auch schon bald relativ Nachmittag. Ihr räumt dann meistens die Zimmer ein, wenn ihr es nicht schon vorher getan habt. Weil man hat immer noch so ein bisschen Zeit zwischen ins Zimmer kommen und Ponyverteilung am Anreisetag. Und dann gibt es auch schon Abendessen und viel mehr passiert, glaube ich, an dem Tag gar nicht. Und noch der zweite Tag, also der Sonntag, der läuft übrigens so ab, da dürft ihr noch keine Galoppausritte machen. Es sei denn, ihr seid 2 Wochen dort und ihr wart davor die Woche schon da, dann dürft ihr sonntags ausreiten gehen, also Galoppausritt. Aber das dürft ihr sonst nicht. Ihr dürft dann nur Schrittausritte machen oder auf dem Platz oder Halle reiten oder irgendwas anderes machen, halt keine Galoppausritte, Hauptsache. Weil, damit ihr euch ein bisschen an das Pony gewöhnen könnt und so. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Regelung, weil sonst könnte man vielleicht schneller klatschen, weil man das Pony einfach noch nicht einschätzen kann. Wie finde ich das Gelände? Kann man jetzt als gute Überleitung nehmen. Ich finde das Gelände ist mega geil. Also da kann man wirklich neidisch drauf sein. Das ist wirklich riesengroß. Ich kann euch vielleicht mal von Google Earth so eine kleine Aufnahme einblenden. Und an der Stelle blende ich euch jetzt mal hier ein Bild von Google Earth ein, was das Gelände so relativ... Ja, einfasst. Die ganzen Galoppstrecken kann man sogar teilweise erkennen auf dem Bild. Und ja, also dort ist der Biwasee, wo ich jetzt gerade mit der Maus bin. Dort ist so ein kleiner Zwischenweg. Und dort geht dann zum Beispiel der Highway lang. Und jetzt gleich rechts ist dann auch die große Euro. Dort hinten auch der Ponyparkplatz. Und dann dort die kleine Euro. Das sind so die Hauptgaloppstrecken, also die besten. Aber es gibt noch viel mehr, die kann man jetzt gar nicht alle auf der Karte sehen, aber es ist wirklich unfassbar groß. Wie groß das Gelände ist, also da gibt es wirklich alles. Es gibt Seen oder einen See hauptsächlich. Es gibt ganz, ganz viele lange Galoppstrecken, ganz viel Wald, Sandwege, Sandstrecken. Es gibt eigentlich alles, es gibt Stoppelfelder.
Einfach das Emsland ist ein absoluter Traum und deswegen wird es auch von allen so gehypt. Kann man, wenn man mit einem Privatpferd ist, dort andere Dinge machen, wie zum Beispiel höher springen als die anderen oder so? Jetzt nicht, dass ich wüsste, großartig. Also zum Beispiel meine Freundin Julie hatte das Glück, die konnte so ein paar Geländesprünge machen, als die auf Beel war. Was aber daran lag, dass die Jagd dort vorbereitet wurde im Emsland. Und da lagen halt dann Geländesprünge, aber normalerweise jetzt nicht großartig. Und wirklich springen kann man da jetzt auch nicht auf Beel und das ist auch gar nicht der Grund, warum man dort mit Privatpferd hinfährt. Ja, auch so eine Frage hier, was ist, wenn man sein vorbestelltes Pferd nicht findet? Leute, ich sag's euch immer wieder, bestellt euch keine Pferde vor, die ihr nicht kennt. Dann habt ihr das Problem auch nicht. Also, das ist, läuft letztendlich eh so ab, dass die einem meistens bei der, die werden einem dann gegeben, die Pferde, bei der Ponyverteilung, also bei den vorbestellten Pferden. Aber Leute, bestellt euch doch bitte kein Pferd vor, was ihr nicht kennt. Das ist total mies gegenüber den Leuten, die das Pferd schon mal geritten sind, das unbedingt nochmal reiten wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich den Namen meiner B-Liebe momentan nicht so offen sage. Weil ich möchte einfach nicht, dass irgendwer sich dieses Pony vorbestellt. Die ist manchmal auch ein bisschen zickiger, muss ich einfach so sagen. Am Ende noch irgendwer klatscht, weil sie in den Videos ganz anders ist oder so. Und irgendwer, der sie wirklich liebt, will sie dann reiten. Und dann kann er die nicht reiten, weil ich es verbockt habe, weil ich die hier überall rumposaunt habe. Das möchte ich einfach nicht. Ich meine, die Hälfte weiß es eh schon, wer es ist. Ich weiß es selbst. Aber das ist der Grund, weil viele fragen mich da auch immer nach, warum ich es nicht mache. Ich mache es einfach zum Schutz von mir und von anderen, weil es einfach scheiße ist, wenn man die B-Liebe nicht bekommt, nur weil irgendwer sich die vorbestellt hat, weil Romina unbedingt das in den ganzen YouTube-Videos rumposaunen wollte, wie ihr B-Pony heißt und ja, will ich einfach nicht machen. Das müsst ihr akzeptieren, Leute. Und ich bitte euch auch der Fairness wegen darum, das nicht in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr wisst, wie sie heißt oder die Kommentar oder sie zu erwähnen oder sowas in meinen Kommentaren. Mal so ganz nebenbei, dass ich eine schwarze Liste auf meinem YouTube-Kanal habe. Also immer, wenn in meinen Kommentaren dieses Wort aufkommt, wird der Kommentar automatisch gesperrt. Also, dass ich ihn erst prüfen muss und zulassen muss. Heißt, die Kommentare kommen nicht durch, wenn der Name meiner B-Liebe drin steht. Gibt es einen festen Helfer und werden die Helfer zugeteilt oder wie läuft das ab? Beides. Also, man kann einen festen Helfer haben, muss man aber nicht. Also die meisten nehmen schon mal Anfang der Woche, suchen die sich einen Helfer raus, der cool ist oder so. Man bekommt das ja so mit auf dem Hof. Und dann hat man, wenn man Glück hat, den Helfer für die ganze Woche. Ich habe meistens einen Helfer mal gehabt für die ganze Woche. Es kann mal passieren, dass der Helfer an einem Morgen oder am Nachmittag nicht kann, weil er da irgendeinen Dienst zu machen hat auf dem Hof. Dann nimmt man halt mal für den Tag einen anderen Helfer. Oder man hat halt jeden Tag einen anderen Helfer. Und man kriegt auf jeden Fall einen zugeteilt. Wenn man jetzt ausreiten möchte und keinen festen Helfer hat, dann teilen die einen zu. Darf man die Gebisse von den Beeltrensen, also von diesen ja, englischen Trensen sind das ja oder so, rausnehmen? Ja, darf man. Also ich mache das auch immer. Ich habe hier ja auch, die hatte ich ja schon letztes Mal gezeigt. Also ich habe hier auch die Beeltrense, das ist ja diese Biotane. Und hier unten sind halt auch keine Gebissdinger drin. Ich habe jetzt auch kein eigenes Gebiss oder so. Ich schraube mir dann einfach jedes Jahr auf Beel von den Beeltrensen die Gebisse raus oder das Gebiss raus und macht am Ende der Woche halt wieder dran und das ist doch eigentlich immer, das geht fit und das darf man auch machen. Tut mir leid, meine Kamera macht hier gerade so ein bisschen Unsinn. Ich hoffe, das Bild ist scharf. Die Zimmerverteilung, wie läuft das ab? Also es ist eigentlich üblich, dass man, wenn man mit jemandem bestimmten auf dem Zimmer möchte, die Namen der Person auf der Anmeldung schon draufschreibt. Das ist egal, wo, entweder auf dem Extrazettel oder irgendwie auf die Anmeldung drauf an der Seite. Einfach Zimmerwunsch und dann bla 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 bla, gibt ihr die Namen an. Und sonst wird man halt einfach auf dem Zimmer eingeteilt, wenn man das nicht angibt. Und das kann man auch, glaube ich, nicht mal vor Ort machen, dass man jetzt sagt, ja, ich möchte mit der und der aufs Zimmer, sondern ihr müsst das dann, wenn ihr wirklich feste Wünsche habt, müsst ihr das direkt auf die Anmeldung schreiben. Wenn ich mich irre, tut es mir leid, aber ich kenne es eigentlich nur so. Also, in welchen Häusern war ich schon und was ist mein Lieblingshaus? Ich war schon im Cowboy und im Saloonhaus. Ich glaube, ich mag das Saloonhaus am liebsten. Also ich war schon unten im Saloonhaus und oben. Ich mag es oben lieber. Wir hatten das Zimmer mit dem riesen Balkon. Das war richtig cool. Saloonhaus mag ich lieber. Aber Cowboyhaus ist auch gut. Also ich hatte jetzt nicht so großartige Wünsche bei. Warehouse fände ich auch mal cool. Aber keine Ahnung, ich finde es so ein bisschen nervig, dass man dann so weit immer laufen muss und so. Also ich weiß nicht. Eher so ein Haus auf dem Hof ist so mein Fall, aber ist ja jedem selbst lieb.
findet man neue Freunde auf Beel. Das kann ich nur bejahen. Also ich habe schon so viele neue Freunde auf Beel gefunden. Das ist einfach unfassbar. Und Beel-Freunde sind einfach die besten Freunde. Und die sind einfach mega korrekt auf Beel. Das mag ich einfach. Und man hat Spaß mit den Leuten. Man findet Anschluss. Man kommt mit ganz vielen neuen Freunden dann zurück aus dem Urlaub. Und das finde ich echt an Beel mega toll. Und die Zeiten mit Aufstehen, Nachtruhe, bla bla bla. Da wurde ich auch oft nachgefragt. Also ich lese die mal kurz ab, nicht wundern. Also um 21.30 Uhr müssen alle auf ihre Zimmer gehen und um 22 Uhr ist dann Nachtruhe. Wird manchmal nicht so ganz eingehalten. Aber so sagt zumindest die Regel. Und die Helfer sorgen auch dafür, dass es dann irgendwann ruhig wird. Und zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr wird man geweckt und um 8.30 Uhr ist dann immer Frühstück und dann um 10 Uhr Ponyverteilung, sodass man zwischen den Sachen einzeln noch immer genug Zeit hat und ja. Das war's dann mit dem Junkerbeel Q&A für heute. Es tut mir leid, dass ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich wirke halt irgendwie komisch, ich weiß nicht. Tut mir total leid, also auch wenn ich bei manchen Fragen manchmal so ernst bin, das sind einfach so Dinge, die kriegt man dann wirklich immer gestellt, obwohl man sie schon beantwortet hat. Die wollen manche Leute nicht verstehen und dann muss ich einfach manchmal so ein bisschen, naja, ernster antworten, wenn ihr versteht, was ich meine. Tut mir dann auch leid, aber einfach so Dinge wie mit den Ponys vorbestellen. Ich weiß einfach, dass es so viele Leute auf Beel aufregt und ich weiß einfach, dass ich mit meinen Junkerbeel Q&A viele Leute erreichen kann teilweise. Und dann will ich nicht diejenige sein, die daran schuld ist, dass da irgendwelche Ponys vorbestellt werden oder so. Und deswegen bin ich dann auch einfach was ernster, weil die Sache einfach nicht geil ist. Sorry, aber es ist halt so. Und ja, das Q&A war jetzt ein bisschen kürzer von den Fragen her. Aber ich mache das ganz bewusst, weil dann kann ich mehr Q&As für euch drehen. Dann kommen noch mehr Fragen auf. Stellt mir, wie gesagt, neue Fragen hier in die Kommentare. Und ich werde bestimmt schon bald wieder ein Q&A raushauen für euch, weil euch das gefällt. Und wollt ihr, dass ich mal auch ein normales Q&A mache? Also ich hatte ja schon beim Adventskalender eins rausgehauen. Ich könnte aber gerne nochmal ein ganz normales machen. Wenn ihr wollt, kann ich das machen, ja. Dann stelle ich mal so einen Post auf Instagram. Dann könnt ihr mir dort Fragen stellen oder auf YouTube. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Und habt ihr sonst irgendwelche Videowünsche? Weil ich habe in letzter Zeit relativ viel Zeit für Videos. Und die könnte ich dann jetzt alle umsetzen. Sonst noch was? Ich glaube nicht, nee. Das war's dann mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.